IT, das ist ja eigentlich ein Begriff, da assoziieren wir freie Wirtschaft, Industrie, Entwicklungen, Business vorantreiben, Innovationen, großes Geld. Wir assoziieren eigentlich eher weniger das soziale Engagement dahinter, das es geben könnte, das es gibt. Denn ihr habt eine gemeinnützige GmbH gegründet, IT hilft, heißt sie. Ja, und was ist das? Aus genau dieser Erfahrung heraus haben wir die IT hilft GmbH gegründet, weil IT helfen könnte. Gute IT-Projekte entstehen aber zumeist nur mit der Motivation nach mehr Profit, mehr Prestige, interessante Technologien oder Einsparungen. Es könnte aber auch anders sein. In diesem leichten Weltverbesserer-Anfall, dass eben IT helfen könnte, haben wir gesagt, Mensch, es muss IT-Projekte geben, die auch den Schwächeren der Gesellschaft etwas zu bieten haben, damit die nicht zu den Verlierern des digitalen Wandels werden. Das heißt, der soziale Gedanke und der IT, das IT-Know-how kommen hier zusammen. Was genau macht denn IT hilft? Ja, wir engagieren uns mit IT hilft für verschiedene Themenbereiche und Zwecke, wo wir der festen Überzeugung sind, dass IT helfen könnte. Das ist zum einen der Bereich Inklusion und Barrierefreiheit. Hier kann mittels IT-Technologie und entsprechend gebauter, softwareseitig gebauter Lösungen der fehlende Sinn im Sinne von Sehsinn, Hörsinn unterstützend überbrückt werden. Das andere ist im Bereich des Bildungswesens, wo man eine Bildung im Sinne von ja, Bildung 4.0, Schule 4.0 viel gerechter und fairer gestalten kann, wenn man digitale Lösungen für alle anbietet, auf allen Plattformen und damit ein positiv Lernen und Lehren unterstützt. Auch die Chancen der Teilhabe an Arbeitsmarkt und Gesellschaft kann man mit digitalen Lösungen fördern, insbesondere wenn es um Menschen geht, die etwas schwerer haben im Leben und sich selber nicht so positiv darstellen können. Und auch im Bereich Migration, Integration ist IT eine hilfreiche Lösung, weil IT kann übersetzen helfen und Informationen zur Verfügung stellen mit digitalen Kanälen. Und zwar auf einfachstem Wege bis hin zur direkten Sprachübersetzung. IT hilft. Die gemeinnützige GmbH kann nicht existieren ohne ein starkes Netzwerk, ohne Kooperationspartner, ohne Eingebundensein, ohne Unterstützung von Bund, Gemeinden, Städten, ohne Unterstützung von lokalen Helfern, NGOs, Stiftungen und ohne Unterstützung von Unternehmen, die eben auch sponsern. Was haben denn all diese Partner davon, wenn sie Partner werden? Ja, das hängt immer von der Perspektive jetzt ab. Du hast das vollkommen richtig gesagt. Ein gemeinnütziges Unternehmen kann nicht existieren ohne die Hilfe der Gemeinschaft sozusagen. Je nach Perspektive kann ein Nutzen für Unternehmen, fangen wir mal mit einem an. Unternehmen haben den Nutzen einer klar nachvollziehbaren digitalen Leistung, die wir für ihr Sponsoring oder für ihre Spende erbringen. Also so kann man zum Beispiel ein Themenfeld belegen, eine Sprache sponsoren, einen Bereich sponsoren oder ein Feature, also eine Technologie. Und das wird damit nachvollziehbar, was damit passiert. Eine Kommune, Bundesland und Stadt kann sich als innovativ, weltoffen und sozial verantwortlich zeigen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten und ihren Mitbürgern diese Lösungen eben im Portfolio mit anbieten. Die kosten ja nichts für die Nutzer, sondern die Kostenträger werden andere Stellen sein. Die Wirtschaft, die Regionen, aber eben auf gar keinen Fall die Nutzer. Und ja, NGOs oder andere gemeinnützige Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die können Themen, wenn sie sie digital treiben wollen, kann man in Kooperation machen, mal gucken, was man für gemeinsame Lösungen und Projekte finden kann. Muss man sich halt mal unterhalten und vielleicht bleiben wir bleiben bei unserer Kompetenz, das andere, jeweils andere gemeinnützige Unternehmen bei seiner und da kann man bestimmt andocken und gemeinsam helfen. Mit einem Wort, IT hilft, ist es etwas, was
dein Leben auch persönlich bereichert hat? Ja, da ist was sehr Sinnvolles dahinter. Helfen gibt dem Helfenden auch irgendwo was zurück. Einmal durch diese Sinnhaftigkeit und durch das Gefühl, du bewirkst was mit dem, was du tust. Also du bewirkst dieses Anerkenntnis, dass es eben hilfreich ist. Und von daher, ja, es gibt mir auch was zurück, auf jeden Fall. Zwei Seiten in einer Frau, die Mediendesignerin, User Experience Fachfrau und IT-Frau und zugleich die sozial Engagierte, die eben sagt, okay, mit diesem Wissen kann ich auch anderen Menschen helfen, gerade sozial Schwächeren, gerade Neuankömmlingen in unserem Land oder auch anderen, die diese Hilfe eben brauchen können, weil IT eben viel mehr ist als nur Digitalisierung, Big Business, Industrie. Absolut. Ich danke dir, Peggy. Danke auch.